Hallo da draußen. Ich hoffe, dir geht's gut und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Auch heute möchte ich dich auf den neuesten Stand bringen, was in Porcupine so los ist. Ich war diese Woche wieder unterwegs und bin vielen altbekannten Gesichtern begegnet. Unter anderem habe ich am Wochenende bei Gilberts vorbeigeschaut und habe... Ja, immer doch. Ich muss gleich arbeiten. Wie sieht dein Tag aus? Habe Giulianos neueste Kreation probiert. Helles Stachelbeerbier. Für Freunde von fruchtigen Drinks sehr zu empfehlen. Ist eher was für Feiertage, aber probier es gerne mal aus. Kommst du heute Abend mit? Der Film beginnt um 8 Uhr. Ich liebe diese Zeit im Jahr und du kannst dir bestimmt schon denken, warum. Das Winterschlaffest steht wieder vor der Tür. Die Vorbereitungen sind schon im vollen Gang. Und ich habe mit der Organisatorin gesprochen. Super! Ich habe den ersten Teil letztes Jahr gesehen. Einige bekannte Bands sind am Start und auch die lokale Kunst wird vertreten sein. Kannst du noch den anderen Bescheid sagen? Bringe das Popcorn mit, süß oder salzig? Außerdem gibt es natürlich wieder den großen Eintopfwettbewerb. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr. Da hat Chloe Colbert mit ihrer Salbeisuppe den ersten Platz abgeräumt. Also pack deinen größten Löffel ein und probier dich durch. Dieses Jahr gibt es wieder viele Highlights. Nimm dir ein paar Tage Urlaub und komm vorbei. Leider ist es auch die Zeit, in der die Tage wieder kürzer werden. Gestern musste ich mir das erste Mal einen Pullover überziehen. Verrückt, gefühlt war gestern doch noch Sommer. Aber ich denke, so ist das mit den Jahreszeiten. Man gewöhnt sich zu schnell an die Sonne. Alle aussteigen, ich muss hier halten. Zum St. Ursula kann ich heute leider nicht hochfahren. Da wird gebaut. Hier ist also Endhaltestelle. Süße Stachelschwein. Hervorragend. Ein guter Tag beginnt immer mit einer Verspätung. Und ohne Dr. Krokowski, die einen die Hölle heiß macht, oder einer kaputten Kaffeemaschine, die gar nichts mehr heiß macht. Wie auch immer, ich muss mich beeilen. Warte mal, können wir mit ihm reden? Kommst du auch zu spät? Nee, ich bin nur hier, um zu zeigen, wie Dialoge bei Fall of Porcupine funktionieren. Ach so, na dann, vielen Dank. Kein Problem. Ah, deswegen das... Ah, jetzt verstehe ich das Schild da erst. Oh, das sieht voll schön aus. Willkommen im Tutorial. Über Stock und über Stein. So muss das sein. Ah, warte. Wir sind ja ein Vogel. Wir können gleiten. Das erinnert hier an... Oh, wie hieß das? Mit der Katze. Paul, Earth in Night war's. Fall of Night oder so. War du einer? Rudi, hast du auch was gehört? Erzähl's. Ich glaube, das letzte Geld gestern eben war schlecht. Jetzt mal ein Korn ab. Ich habe ein Kopping. Okay. Noch eine Bushaltestelle. Diese Haltestelle wird wohl heute keinen Bus mehr sehen. Du hast heute Freihaltestelle. Genieß den Tag. Oh, wir sind schon im St. Ursula. St. Ursula Krankenhaus. Wir heilen, wenn sie heulen. Nice. Gar nicht mal so schlecht, der Spruch.
Wer war wohl diese bemützte Riesin? Das ist bestimmt Sankt Ursula. Ui. Uiuiui. Ich finde diese generischen Krankenhauswegweiser faszinierend. Sie stehen an jeder Ecke und zeigen in alle Richtungen. Trotzdem verläuft man sich hier andauernd. Muss frustrierend sein für so ein Schild. Oh, das ist ein Spray. Ich finde, unser Krankenhaus kann mehr von solcher Kunst vertragen. Ich befürchte aber, Herr Heidrich und Dr. Goldschmidt aus der Krankenhausleitung sehen das anders. Trotzdem danke, unbekannter Künstler. Hier ist eine 3. Der Parkplatz, okay. Hier geht es ja nicht mehr weiter. Wieso steht hier eine 3 und da eine 0 und da eine 5 am Baum? 0, 5, 3. Hä? Fall of Porcupine. Last Days of Summer. Moment mal. Sind das Chalk Dogs? Die habe ich als Kind das letzte Mal gegessen. Die Toilette. Morgen, Ingrid. Du bist erst seit 2 Wochen hier und kommst schon zu spät. So wird das nichts, Junge. Ich freue mich auch, sie zu sehen. Spar dir die Mühe. Mieser Tag? Mies? In meiner Kaffeemaschine ist Schimmel. Und der Snackautomat hat mein Kleingeld gefressen. Ziemlich frech. Was hat der. Ah, das sind Antwortmöglichkeiten. Gibt es was Neues? Ist letzte Nacht was passiert? Vor dem Krankenhaus eine Baustelle. Wann ist denn hier mal keine Baustelle? Ich habe das Gefühl, die Stadt reißt die Straßen nur auf, um sie danach wieder zuzumachen. Zumachen zu können. Und dann erzählen sie einem was von Glasfaser. Glasfaser, wer braucht denn sowas? Können wir noch einen Dialog machen? Ziemlich frech von dem Automaten. Weiß der Geier. Gestern Abend ging er noch. Wahrscheinlich hat sich der alte Gregor wieder daran zu schaffen gemacht. Kannst du dir den Automaten nicht mal angucken? Du bist doch geschickt. Meinten sie nicht gerade selbst, dass ich spät dran bin? Prioritäten, Junge. Man muss Prioritäten setzen. Du musst wissen, mein Blutzuckerspiegel ist erschreckend niedrig. Indem du mir hilfst, hilfst du dem Krankenhaus, ganz Krankenhaus. Ich mach ja schon. Der Tomat ist tot. Wir können leider nichts mehr für ihn tun. Todeszeitpunkt unbekannt. Wir haben aber mit seiner Familie gesprochen. Er hat vor seinem Ableben einen Snackspendeausweis unterschrieben. Ich werde meine Pflicht als Arzt erfüllen. Danke, Automat. Durch dein Opfer können andere nun ihre Zuckersucht befriedigen. Ist das ein Kaffeesahnebrücke? Nur für sie, frisch aus dem Automaten. Du bist mein Lebensretter, Kleiner. Was wolltest du noch gleich wissen? Was es so Neues gibt? Ach so, stimmt. Die Kantine hat heute geschlossen. Dr. Harley soll versuchen haben, in Sergeys Steinofen sein mikrobiotisches Fertiggericht aufzuwärmen. Riesensauerei. Ich hoffe, du hast dir heute Morgen ein Brot geschmiert. Und gestern Abend sind noch 2 neue Patienten auf deine Station gekommen. Einer hat einen fiesen Ausschlag. Der hat ganz schön gejammert. Eine ordentliche Gürtelrose kann ich, wenn du mich fragst. Der andere konnte kaum noch laufen. Verdacht auf Harnsteine. Aber ich glaube, der ist auf dem besten Weg zur Nierenkolik. Nierenkolik, oh Gott. Wir haben beide erstmal hier behalten. Du wirst sie bestimmt heute noch kennenlernen. Was? Sie alles wissen, Ingrid. Ich sitze hier seit 30 Jahren, mein Lieber. Und jetzt lass mich diese kaffeesahnigen Köstlichkeit genießen. Was machst du überhaupt noch hier? Hopp, mit dir ins
Dritte Obergeschoss. Dr. Krukowski zieht dir sonst die Ohren lang. Ach so, der Aufzug ist außer Betrieb. Schon wieder. Du brauchst dein Glück gar nicht versuchen. Verstanden. Bis später. Ja, ja. Suspekt. Ah, okay, da aktualisiert es also nur die Quest. Das ist immer das Ausrufezeichen. Ich brauche nichts aus diesem Regal. Dann gehen wir halt die Treppen. Hä? Hier ist das Chefarztbüro und die Verwaltung. Hier ist unsere chirurgische Station. Unsere. Gott im Himmel. Hier müssen wir hin. Ich bin einfach mal zu 31 gegangen. Oh. Hier liegen auf jeden Fall zwei Patienten. Und die schlafen noch. Die lassen wir mal schlafen. Oh no. Ist auch ein Patient drin? Hier ist leer. Oh, eine liegt hier. Wir sollten uns, glaube ich, bei Krukowski melden. Bestimmt ein Krokodil. Würde ich jetzt so raten. Schön, dass sie es noch einrichten konnten, sogar noch bevor es dunkel wird. Hey ho! Cool, dass du so gerne sagst. Eigentlich müsste man das immer anders so sagen. Eigentlich sage ich immer nur cool, danke. Cool und danke, dass ihr solche Games macht. Also solche Games sind einfach viel zu selten. Aber im Grunde sage ich das, was jedem Entwickler, von denen ich die Games an, weil die einfach alle cool sind. Bin gespannt, was das Game noch auf sich bringt. Ich bin ja noch am Anfang, aber der Arzt, das ist schon mega cool. Der Biber mit dem Dialekt war auch cool. Und das, unsere gute Ingrid, das Nilpferd an der Anmeldung, ist einfach eine Legende. Schön, dass sie es noch einrichten konnten, sogar noch bevor es dunkel wird. Und vielen lieben Dank, dass du übrigens in den Stream reinschaust. Tut mir leid, Dr. Krukowski. Oh Mann, ich dachte, es wäre ein Krokodil. Ich habe die Patienten gebeten, nicht zu sterben, bis sie da sind. Aber es ist ein Schneeleopard. Ich liebe Schneeleoparden. Das nächste Mal sind sie vielleicht nicht so höflich. Ich werde in Zukunft pünktlicher sein. Auch wenn wir nichts dafür konnten, dass der Bus nicht fuhr bis zur Endhaltestelle. Aber das interessiert deinen Chef auf Arbeit nicht. Pünktlich. Pünktlich. Nun gut. Beginnen wir mit der Visite. Wir werden nicht jünger. Wir starten mit Zimmer 301. Er hat ein Krokodil geheiratet. Nein, ich hätte gedacht, dass Krukowski der Name für ein Krokodil ist. Weil das so wie Krokodil klingt, da dachte ich, vielleicht könnte es Krokodil sein. Aber es ist ein Schneeleopard. Bitte folgen Sie mir. Okay, das heißt, unser anderer Assistenzarzt ist eine Kuh. Hoffentlich nicht die Kuh, von der in P31 das Röntgenbild liegt. Oder ist das ein MRT? Nee, das ist ein Röntgenbild. Oder ein MRT? Oh, jetzt. Warte mal, Zeitplan. Hier werden unsere Dienstpläne ausgehängt. Und der Putzplan. Und jemand will scheinbar sein Fahrrad verkaufen. Ich glaube, ich schaue mir das Fahrrad mal an. Stimmt, da brauchen wir nicht mehr Bus fahren. Obwohl, es kommt drauf an, wie weit der Weg ist. So, welcher wird's zuerst? Der mit der Gürtelrose oder der andere?
Was war das? Das eine war Gürtelrose, das andere war Nierensteine? Hier liegt Herr Kissinger. Er wurde gestern Abend mit starkem Fieber eingeliefert. Außerdem hat er starke Schmerzen auf der rechten Körperhälfte und einen starken Ausschlag. Wie fühlen Sie sich heute, Herr Kissinger? Soweit, so gut, Dr. Krokowski. Ich habe schlecht geschlafen und Hunger, aber habe ich auch. Das klingt doch optimal. Wenn sonst nichts ist, ne? Ich hätte mir Sorgen gemacht, wenn Sie hier gut geschlafen hätten. Wie dem auch sei. Mia? Ja? Was denken Sie? Was ich denke? Ihre Diagnose. Ach so, ja klar. Ich denke, ich, Komm, wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Psst, Mia! Hä? Gürtelrose! Was? Gürtelrose! Es könnte Herpes Zoster sein. Eine sehr stark ausgeprägte Gürtelrose. Könnte es nicht nur, ist es sogar. Sie haben recht. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich das erwartet hätte. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Ah, Bay, danke. Danke für den Follow. Wenn du magst, kannst du ein bisschen was zu dem zum Spiel sagen. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass einer aus dem Team, die das Spiel gemacht haben, hier ist. So, lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Ich wünsche Ihnen gute Besserung, Herr Kissinger. Danke. Wir müssen noch zu zwei weiteren Patienten in Zimmer 302. Auf geht's. Der Tag ist ja fast schon wieder vorbei. So schnell müsste mein Arbeitstag mal vergehen. Das Y ist einfach immer nur, dass die Quest sich aktualisiert. Aber da wird später bestimmt noch mehr kommen mit dem Handy. Gibt's ja bestimmt auch noch so Kontakte, mit denen du dann chattest. Wie ganz am Anfang, wo wir in dem Bus saßen und dann die Nachrichten wegen dem Kinobesuch kamen. Oder nee, dem Filmabend. Dem Filmabend mit dem Popcorn. Ich glaube, so wird das dann mit dem Handy. Wäre so meine Vermutung. Dass du dann wieder so Kontakte pflegen darfst. Okay. Next one. Guten Morgen, Frau Kasparas. Guten Morgen. Wirken die Schmerzmittel? Ach, das ist die Patientin, die kaum laufen konnte, oder? Ja, zum Glück. Danke. Die Schmerzen waren wirklich die Hölle. Frau Kasparas kam gestern Abend mit starken Schmerzen im Unterbauch zu uns. Sie hat sich einige Male erbrochen. Auch das Wasserlassen ist beschwerlich. Finlay, Sie sind so ruhig. Lassen Sie Ihr schönes Stimmchen erklingen. Was fehlt der Patientin? Er meinte ja vorhin, dass es eine Nierenkolik werden könnte. Ah, wir nehmen das mal. Wie können Sie sich da so sicher sein? Haben Sie den ultimativen Diagnoseblick? Wie meinen Sie das? Sie könnten mit Ihrer Annahme recht haben. Aber Sie sehen die Patientin gerade zum ersten Mal. Sie sollten sich also in Ihrer Diagnose nicht so sicher sein. Ihr Ersteindruck ist wichtig für die Patientin und für das Krankenhaus. Seien Sie also nicht so voreilig. Frau Kasparas, ich wünsche Ihnen gute Besserung. Rufen Sie die Pflegschaft, wenn Sie etwas brauchen. Ich sehe später noch einmal nach Ihnen. Vielen Dank, Dr. Krokowski. Folgen Sie mir. Letzter Patient, letzte Chance. Aber er war... Oh, nur weil er ein guter Arzt ist. Weil man sollte sich echt nicht so confident sein, weil es kann um Leben und Tod gehen. Aber, wenn man es weiß, warum nicht? Tests kann man ja dann immer noch machen. Guten Morgen, Frau Amit. Wie geht es Ihnen heute? Moment mal, was sehe ich denn da? Ihr Verband ist so völlig durchweicht. Wann wurde er das letzte Mal gewechselt? Ich glaube, das war gestern. Gestern Mittag. Gestern Mittag? Finlay, wechseln Sie den Verband. Sofort. Okay, warte. Ach, wir könnten noch mit dir reden. Guck mal, das ist ein Schrank. Hä?
Wo muss ich hin? Kann ich ihn direkt ändern? Ah, ich kann direkt hin. Ich hätte gedacht, ich muss auf Verbandszeug erkunden. Oh, Behandlung. Versorge deinen Patienten. Drücke und halte dafür die angezeigten Tasten. Achte darauf, dass du nicht mehr Tasten drückst, als angezeigt werden. Sei so schnell wie möglich und lass zwischendurch keine Taste wieder los. Das Sankt Ursula. Okay. Warte mal, das ist A. LB. Linker Joystick. Linker Joystick. B. Das ist frech. Sieht keiner, wie ich mir gerade die Finger ein bisschen krumm mache. RT. Das andere X. Weil ich mit PS4-Controller spiele. So. R. Das ist jetzt auch wieder frech. L. Ich hätte mit dem Daumen nicht die Kreuztaste nehmen sollen. Das geht, das ist easy. Behandlung abgeschlossen. Ich hoffe in einem Mittelmaß. Ich glaube, wir waren in einem guten Mittelmaß. Wir waren nicht perfekt, aber wir waren in einem guten Mittelmaß. Dafür stimmen unsere Diagnosen. Wer hatte hier gestern Dienst? Mia. Ich habe gedacht, ich wollte ihn ja wechseln. Das Lager hier oben war leer. Ich wollte in den Keller gehen, um neue Verbände zu holen. Und dann haben sie es vergessen? Ist es das, was sie versuchen mir zu sagen? Ich dulde solche Schlampereien auf dieser Station nicht. Oh. Dr. Krukowski, es war sicher nur ein Versehen. Das ganze Team tut sein Bestes, aber es ist wirklich viel und... Finlay, sie halten sich da raus. Reißen sie sich zusammen, Mia. Sie werden es nicht weit bringen, wenn sie ein einfacher Verbandwechsel so aus der Bahn wirft. Aber ich gebe auch mein Bestes. Oh, oh, eine Fle... Oh, das passt ja super. Ah, das passt super. Das Tier zu der Jobbeschreibung passt super. Also als Pfleger würde ich sie sofort buchen. Dr. Krukowski, jetzt lassen Sie mal 5 gerade sein. 5 gerade sein? Hä? Okay. Sie wissen doch selbst, wie stressig es hier ist. Auch in der Pflege sind wir ständig unterbesetzt. Die beiden sind neu. Die müssen erstmal warm werden. Das ist keine Entschuldigung. Einen solchen Fehler will ich kein zweites Mal sehen. Und was machen Sie eigentlich hier? Das Materiallager der Station ist wieder leer. Tun Sie also Ihren Job und kümmern Sie sich darum. Die Visite ist beendet. Der ist froh, dass er Feierabend hat. Oh, Menno. Aber Pfleger sind... Ohne Witz, Pfleger ist auch so ein richtig wichtiger Job, der aber immer so wenig Dankbarkeit bekommt. Ich guck zu viele Arztserien. Oh, Mann. Okay, alle sind glücklich. Naja, irgendwie. Sie sind auf einem guten Weg der Besserung. Okay. Ah, das Safe Point, ne? Ich hätte mehr von Ihnen erwartet, Finlay. Wenn das Ihr Bestes ist, dann wehe diesem Krankenhaus. Oh. Du machst es richtig super bei der Wäsche. Dank dir. Ich versuch's. Also wenn Spiele irgendwie... Ich weiß nicht. Wenn mir Spiele selber schon Spaß machen oder ich richtig Lust auf das Spiel habe, dann eskaliert's gerne. Aber das ist irgendwie... Wenn man Spaß am Spiel hat, merkt man das einfach sofort. Finde ich. Ich finde es auch so cool gemacht, dass sobald wir einen Patientenraum betreten, Finlay sofort leiser läuft, also nicht so schnell rennt, um halt die Patienten nicht so richtig krass zu stören. Das wäre weird, wenn einer in dein Patientenzimmer reingestürmt kommen würde. So, warte mal. Behandle die Patientin. Welche? No, ich hab's verpasst. Wir sollten das mal zusammenspielen. Wie zusammenspielen? Hä? Au. Oh nein, ich hab verpasst, welche Patientin. Warte mal. Aber die haben wir doch schon behandelt. Oh, diese Taste. Ich kleb sie gleich zu. Welche Patientin war es denn? Mit denen können wir nicht mehr reden. Da sind wir durch, oder? Verband haben wir auch gewechselt. Welche waren die dritte Patientin? Muss im Aufzug. Aber der ist kaputt. Hä?
Der Aufzug ist da kaputt. Hashtag Backseat. Aber der Aufzug ist da kaputt gewesen. Ingrid hat gesagt, der Aufzug ist kaputt. Und Ingrid weiß alles. Außer es gibt zwei Aufzüge. Dann, ja. Beam, wir würden dir gerne an. Wenn wir das hinkriegen, können wir das machen. Ich weiß noch nicht, ob ich so viel Fragen habe. Nach links. Ich bin nach links. Bisschen delayed. Ach nein, das ist ja die Treppe. Warte. Noch ein Stück nach links. Das andere links. Ah. Oh, vielen lieben Dank für den Follow. Gut, da haben wir unsere gute Pflegekraft. Hey, Karl. Ach, das ist ein R. Oh Gott. Upsi. Hey, Karl. Fand ich super von dir, wie du dich gerade für Mia eingesetzt hast. Ein Problem. Warum stehst du hier? Ich warte auf den verdammten Aufzug. Der ist defekt. Schon wieder? Na, klasse. Was hast du denn vor? Ich muss zum Zentrallager im Erdgeschoss. Wieso nimmt er nicht die Treppen? Du hast doch mitbekommen, was die Krokowski gesagt hat. Das Stationslager ist wieder leer. Ich muss Nachschub holen. Soll ich dir helfen? Da sage ich nicht nein. Kannst du den Aufzug reparieren? Hä? Wie soll das gehen? Nein, aber ich könnte dir tragen helfen. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Wir nehmen die Treppe. Es sei denn, die ist jetzt auch noch defekt. Was ich gerne mal sehen würde, wie eine Treppe defekt sein kann. Was kann ich denn an einer Treppe... Was kann an einer Treppe defekt sein? Du kannst... Du hast keine Ahnung, Kleiner. In diesem Krankenhaus ist alles möglich. Okay, geh mit Karl ins Zentrallager im Erdgeschoss. Folgt er uns jetzt? Ja! Ah! Oh mein Gott, ich sehe jetzt erst die Reflexion im Boden. Wie cool. Hey, aber wie wollen wir denn zusammen streamen? Sorry, ich bin totaler Noob. Oh, ich bin an der Treppe vorbeigelaufen. Oh, lol. Rutschen wir immer noch so ein Stückchen? Sie, also er rutscht noch ein bisschen. Mit seinen Hufen, ne? Oh, verblüffend. Ich habe schon was vor dem Krankenhaus gefunden, was ich noch nicht so wirklich einordnen kann, für was ich das brauche. Ich habe da so ein paar Nummern vor dem Krankenhaus rechts gefunden und ich weiß, also bei dem Logo, bei einem wunderschönen Igel, schrägstrich Stachelschwein. Das ist Stachelschwein. Da ist auch dieses Graffiti von dem Stachelschwein und da sind dann auf dem Busch, auf dem Baum und... Doch, das ist nur auf dem Busch und dem Baum sind drei Zahlen. Ich weiß noch nicht, was sie sind. So, bis nach unten, ne? Ja. Oh, unten geht's besser als hoch. So, Erdgeschoss. Ey, ohne Witz, das Exit-Schild ist auch richtig funny. Ach nee, wir müssen in den Keller, ne? Ah, verdammt. Sind die Zahlen... Das sind Zahlen? Ja, das sind Zahlen! Oder bin ich los? Hä? Ja, das sind Zahlen? Zumindest für mich. Oder ich sollte vielleicht die Brille aufsetzen. I don't know. Okay, hier ist der Fahrstuhl. Da ist Ingrid, da ist ein Mülleimer. Warte mal, können wir noch mal kurz nach draußen gehen? Oder wird's dann... Na, wir können nach draußen gehen, geil. Ach, ist voll süß. Da. Das könnten auch Blätter sein. Das ist für mich aber eine umgedrehte... Also ist für mich eine 3. Und das da ist für mich eine 0. Und auf dem Ast, das könnte eine 5 sein. Aber vielleicht interpretiere ich auch einfach zu viel rein. Der Busch macht einen Kussmund. Ah, lol! Und dann macht der Busch dann so ein Surprise-Face. Aber der Ast ist halt... Der hat einfach nur ein Tattoo gekriegt. Ich dachte erst, das sind irgendwelche Zahlen und ich brauche die später für irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe so viele Puzzle-Games heute gespielt.
Ist viel Fantasie, das ist gut. Sagen wir so, Fantasie ja, aber auch, glaube ich, einfach schon zu viele Spiele gespielt, die dann genau mit sowas ankamen, wo es dann hieß, ja, du brauchst da jetzt einen Code. Und ich denke mir so, wo war dieser Code bitte? Und dann ist das irgendwie überall verteilt, die Zahlen. Aber interessante Gedanke. Danke. Oh Mann. Okay, so, wir müssen Oh, ein Stromkasten. Wir müssen Erdgeschoss ins Zentrallager. Müssen wir es nur noch finden. Ich finde auch das Klo sehr toll. Also es ist für Hirsch und Reh. Nee, für Hirschkuh. Für den Hirsch und die Hirschkuh. Okay, der Fahrstuhl geht nicht. Das ist nur hergekommen. Das ist die Cafeteria, ne? Wo, wo der Unfall passiert ist mit dem Bio-Essen von gewissen Doktoren. Hm. Normalerweise würden die ersten Patienten jetzt zum Mittagessen gehen. Zumindest die, die noch gehen können. Boah. Eigentlich ist es traurig, wenn die nicht mehr laufen können. Hier ist unser Zentrallager. Mein zweites Zuhause. Auf den ersten Blick chaotisch, aber ich habe mein System. Du hast ein System? Ich habe viele Systeme. So, so. Ich versuche mal unser Kram zusammen. Halt dich besser zurück, Kleiner. Da drin kann sich alles verstecken. Du denkst, du greifst ein Kabel, aber es ist eine Königskobra. Warum haben wir denn keine speziellen Schlangenhandschuhe? Haben wir. Die sind irgendwo im Zentrallager. Die Handschuhe für die Schlange liegen dann 3 Regale über der Schlange. Wirklich? Keine Witze. Über Königskobras? Okay, okay. Immerhin ist vor dem Zentrallager keine Schlange. Keine Witze! Lass es uns hinter uns bringen, Kleiner. Einverstanden. Aber ich darf ja nicht mit rein. Bring mal auf Ingrids Tisch. Machen wir gleich. Da war die Schlange. Das klang aber vielleicht auch ein bisschen wie eine Katze. Das ist ja wirklich eine Menge Zeug. Wenn wir das alles über das Treppenhaus hochtragen müssen, ist der Tag vorbei. Ja. Und für meinen Rücken ist dann auch Feierabend. Dieses Krankenhaus macht mich noch völlig kaputt. Wer weiß, wie viele Jahre mein Körper das noch mitmacht. Wieso fragen wir nicht nach dem Hausmeister, ob er sich den Aufzug mal ansehen kann? Den alten Glendower... Doch, Glendower kannst du vergessen. Glaubst du nicht, dass er uns hilft? Wenn Gregor was anpackt, ist es danach noch kaputter als vorher. Ja, das kenne ich. Komm, lass es uns wenigstens versuchen. Na gut. Aber nur weil wir nur einen Raum weiter müssen. Okay. Nach rechts oder links? Ich spare mir jeden überflüssigen Schritt. Nach dir. Okay, warte. Du sparst dir jeden überflüssigen Schritt, aber ich gehe jetzt auf Ingrids Schreibtisch. Oh Mann. Ist doch cool, dass sogar was im Vordergrund so schattenmäßig ist. Es gibt dem Ganzen noch mehr Tiefe. Hopp. Runter. Ich zähle bis 3. Warte. Los. Na los, Ingrid. Los. Los. 1. 2. Ach egal, mir reicht's. Komm her, du 3 Käse hoch. Nein. Oh nö. Ingrid. Every good story has a good lesson. Never kidding with an angry, tired, hungry colleague. Expect you want to learn the lesson. Oh Mann, die gute Ingrid. Die ist super. Recruit. Okay. Please do not quit before you rescued the princess from the evil... Oh, das ist ja cool. Nochmal. You are the only hope. Wir sind die einzige Hoffnung, die Prinzessin zu retten. Möchtest du wirklich das Game beenden? Eigentlich nicht. Warte mal. Was ist der Unterschied zwischen Restore und Recover?
Die Store wäre doch einfach am Speicherpunkt starten und Recover ist dann sich halt erholen. Starte ich dann da, wo ich von jetzt niedergeschlagen wurde? Weil wenn ich jetzt nochmal Quit mache, geht das Game wirklich flöten. Ich glaube, da sagt das Game tschüss. Drück weiter, Quit. Echt? Are you sure? I don't know. Am I sure? Am I not sure? Ist das eigentlich gewollt, dass das in Englisch ist? Oder wird das noch auf Deutsch übersetzt? There are tons of things you can discover. I know you want to see them. Have you already found the treasure in the back entrance? Ach, ist eine Anspielung an alte Zero-Games. Ah, okay. Ich glaube, dafür bin ich zu jung. Mit meinen 23 Jahren. Oh, warte, was war da gerade für ein Pop-up? Come on, don't quit. No, you are not allowed to quit. You have to continue. See, I deleted the button. Now you have to continue. So good luck, Brave Warrior. Nochmal restore. Okay. So, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Und jetzt verzieh dich. Wegen dir habe ich beinahe meinen Karamell-Latte verschüttet. Nee, das können wir ihr nicht antun. Sie und ihre Zuckersucht, ihr Blutzucker muss ein gewisses Level haben. Sonst halten wir es den Tag nicht mit ihr aus. Okay, wir müssen jetzt die Sachen... Ach nein, wir müssen zum Hausmeister. Genau, bis zum Hausmeister. Warte mal. War die Hausmeistertür jetzt neben der Rezeption oder ist die Hausmeistertür... Nein, da ist die Hausmeistertür. Warum ist der Schlüsselkasten außerhalb und der hat nicht mal ein Schloss? Könnt mir doch jetzt einfach den Schlüssel nehmen und Sachen machen. Wo geht's hier lang?